Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich begrüße euch zu Far Cry 5 zum Part 32 wieder mit meinem Bruder. Wir sind gerade ein Stück herumgeflogen in das neue Gebiet von Jacob. Wir haben uns jetzt also vorgenommen. Du möchtest gleich auf der Insel den Diamanten machen. Diamanten? Wo? Das war da. Wir müssen aber anspringen, gell? Na, ich glaube, da konntest du schon irgendwie landen. Du hast es sonst da irgendwie immer zusammengebracht, dass du bei den Baum landest. Das ist nicht so zickrig, so mickrenhaft, ha? Steig aus! Steig aus! Du hast nicht so mickrenhaft. Wenn du nicht aussteigst, ich steig aus! Tschüss! Schalalalala. Wingsuit! Wie viel Schuh können wir? Ich bin auch gleich da. Ich versuche perfekt auf den Steg zu landen. Na gut, wird sich nicht ausgehen. Die Zähler kannst du nicht lesen. Das ganze Wasser ist noch voll bliss. Da waren wir doch schon mal. Ja, ich glaube, ich weiß schon, was wir dort zum da haben. Müssen wir da wieder in den Bunker? Jo. Ja, mein Bunker ist beschädigt. Das Schiffswrack. Bunker ist ja schon offen, gell? Na. Den Bunker haben wir noch nicht geöffnet. Ich bin mal da in so einem Bunker herin, wo er safe ist. Ja, aber nicht in dem, wo wir rein müssen. Du bist in den Haus. Ah nein, okay. Da müssen wir echt über die Dinger rein wieder. Ich bin schon im Boot drin. Da müssen wir echt den Arm echt wieder aktivieren, oder nicht? Habe ich schon aktiviert. Loch ist frei. Wir kämpfen, wir haben die Mission schon mal gemacht. Ja. Bei mir. Ah, okay. Aber so kriegst du ja wieder die Punkte, was du brauchst. Immer empfehlenswert, wenn du zu zweit spielst, immer wieder die gleichen Bunker machen, was du schon einmal gemacht hast, weil du kriegst immer wieder die Ziele. Ja, irgendwo eine Klapperschlange. Die ist schon tot. Okay. Da hinten liegt's gehört. Den Mini-Bunker hast du gemacht. Ja. Also sonst rät mein Bruder wieder, ich hab gar gehört, ich komme mir nichts mehr drauf. Ich weiß nicht genau, ich den Bruder in deinen Bunker gerammt hab, aber ganz dicke Sorry. So. Scheiß stinkt ja. Schauen wir mal auf die Karten. Ja, aber stinkt ja erledigt. Schauen wir mal. Ja, das nächste Nachen, die war sie. Da brauchen wir uns ja nur ein Boot holen. Ja.
Oder Wasserflugzeug. Nein, Boot. Was der wenigstens es stinkt ja gut. Ich wollte mir eigentlich ein Boot holen, aber ich habe gut dann Kabel gemacht. Wo ist es denn hingelegt? Das stinkt hier. Ah, da nichts. Da. So, hast du kein Boot gekauft gehabt, oder was? Ja, stand auf, im Besitz habe ich einfach ein Boot gekauft. Ich habe einfach ein Boot gekauft. So, Abfahrt! Kremmer! Scheiße Fisch! Wo ist denn eigentlich unser Flammenwerfer-Typ? Da wirst du nachher schauen, ich glaube, der ist tot. Oder du musst ihn neu holen, weil wir ja. Ich lasse mal im Wasser, vielleicht brauchen wir es ja nicht. Schauen wir gleich mal, wir holen uns ein bisschen Unterstützung. Wo? Ah, du bist ehrlich. Ich bin unterwegs. Wir sind zwei wie Tango und Cash. Ärsche treten und Muschis flachlegen. Ich meine natürlich nur, wenn das dein Ding ist. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass, weißt du was? Da wäre ein Elch umgelegt, so bist du da. Da ist ein Puma. Wo? Ich röchle euch. Der ist mal irgendwo jetzt hier. Ja. So. So, da ist einmal ein Turm Siege. Ah, du machst ihn an. Den Alarmturm. Ich sehe aber auch gerade einen. Du musst nur sagen, wann. Ja. Nun jetzt, ich probiere jetzt da auf den Wasserturm zu kommen. Ja. Dann halt die mich nur in Deckung. Dass du da irgend. Okay, ich komm halt da nicht drauf, so schnell. Da ist ein Hackl zum Aufgehen. Nein, ich bin schon rum, aber. Also. Ich kann da auch es leiden dann. Legen wir los, oder? Ja. Scheiße, voll daneben getroffen. Ich bin auf dem Weg zum Turm. Nee, nur du. Ich bin tot. Von jedem Turm aus. Ich bin auch tot. Ich hab den Turm ausgeschalten, tot. Aber ich hab den Turm ausgeschalten. Ja, bleib an dem. Oder hast du die jetzt? Nein. Ich habe schon gedacht, dass du noch am Leben bist, weil ich nicht weg war. Wo liegst denn du? Irgendwo in die. Zwei Peggy schauen meine Leiche an. Oder schauen wir an, wenn ich nur bei den Überleben kämpfen bin. Unterhalb vom Turm liege ich irgendwo. 10 Meter bist du von mir weg. Wir probieren gerade hinzukommen. Ja, ja, passt schon. Dankeschön. Bitte. Jeder andere. Gott, du. Oh mein Gott! Kein Wunder, dass die mich am Sack erwischt haben. Es ist halt ein großes Ziel. Eine Lichtstange. Du auch nicht. Ab nächstes Mal ein Helm. Und so ein Feuerbruch. Ich kann nicht sehen. Verstärkung ist unterwegs.
So. Wo sind denn da nur welche? Da hinten. Also die habe ich jetzt nur unterlegt, was ich noch gesehen habe. Irgendein Berghang kann man nur Hilfe auch haben. Also, ich hab's schon gesehen, wo. Am Dach oben hat er mich erwischt mit der Gatling noch. Ich hab mir nicht in der Schiss nur mit dem Sprengstoff aber. Tja, scheiße, mir hat da eine auch erledigt. In dem Moment, ist da auch ein Schuhe gerutscht gewesen. Ich meine, der bleibt auch bei mir herum. Na, warum kommt nur ein Auto, die wollen nur bei einem Raketenwerfer nachladen? Ja, wir haben einen Alarm zu spät auszuschalten, das war unser Problem. Ja. Ich schlafe besser, wenn ich einen Stapel reibe. Aufgepasst, bin ich geh auf rechts, gell? Achtung, Achtung! Warum entdecken sie einem immer? Das ist so ein Witz! Vorbei ist, sie haben uns schon entdeckt. Yo, das sind Peggys! Machen wir auf dem Weg zum Turm. Aber die sind ein bisschen vorsichtiger. Der Lampenbus. Bin tot. Der ist nicht gerade der ist gerade nicht der genialste, den wir da haben. Lauf ich an dir vorbei. Du hängst an der Treppe. Aber wer kommt da? Ja, hüpf mal auf. Hüpf mal doch auf. Nein, jetzt läuft er wieder weg. Aber er wird auf die zu laufen. Ich glaube, er bin ins Leben. So wird auch schon immer wieder. Ja, er ist ein Irrer. Er ist einfach ein kleiner Irrer. Hallo? Ich bin da unten. Los, Herm. Los, geh du in Deckung. Los, Herm. Pass auf, Scharfschütze. Nein. Nein. Klammerst du dich nur ans Leben? Ich klammer mich ans Leben. Ich denke, Nori, schau mich an, haut wieder an. Danke, Iron Man. Bitte. Er geht hoch. Also ich habe schon. Du musst auf dem Video schauen. Er geht hoch. Schau mich an. Ich denke, geht mal, ich denke, wenn du das so sagst. Er ist schon wieder. Du hast gestorben? Ja. Da ist der mit der schweren Gatling unten. Schau, jetzt Kimber. Aha, jetzt hat Hüstmer, gell? Du kleiner Irrer, du. Wo ist jetzt da der Scharfschütze? Da hinten. So, den mit dem Gatling habe ich erledigt. Plus unsrigen. Das ist ein voll reingelaufen. Warum hubst du mir immer. Ach, der ist nicht so gut. Hilfe, kommt den Berghang herab! Ihr nicht, diesmal weiß ich, wo es hin lang kommt. Ich nehme die andere Seite. Ich gehe aufs Dach, ich muss auf zum Zühn. Du besser, wenn du da nachbekommst. Oh,
Er hat Nimbi an seinem Baseballschläger. Oh, kann ich eigentlich die Gartenhake haben? Das ist wahr, danke, dass du dass mir einen Arsch immer rettest, ja. Wenn ich an der Treppe faul rumlieg. Und da mich missmutig ausschaut. Der hat die einfach nicht wegen. Ja. Wie tausche ich jetzt gleich aus? Ich hole uns unsere Lady wieder. Ja, die mit Pfeil und Bogen ist auch super. Die habe ich aber noch nicht. Da hinten ist sie, ist dort zu Lussprecher. Wo ich bin. Ah, okay. Danke, dass du Jess da rausgeholt hast. Meine Nichte ist zwar echt knochenhart, aber sie hat ständig Ärger. Könntest du für wenn mich wir sie machen, können wir nachher ziehen. Sie ist da die feinere. Danke, dass du mich rausgeholt hast. Ich bin Jess. Wenn du dich hier draußen mit der Sekte anlegst, dann kennst du bestimmt schon meinen Onkel Dutch. Pass auf, ich hab nicht viel Zeit, also komme ich gleich zur Sache. Dutch ist dein Onkel? Fanatikern auf der Spur. Nennt sich der Koch. Für alle, die was jetzt überlegen, wer so Dutch ist. Dutch ist der was mir aus dem Fluss gezogen hat. Bei meinem Tutorial. Ihn fast erwischt, aber eine Peggy-Patrouille der mit dem kleinen Bunker auf der kleinen Insel. Ich brauche deine Hilfe. Diese Spur darf nicht kalt werden. Wenn du dich den Whitetails anschließen willst, ist das deine Chance. Und viel wichtiger, du hilfst dabei, ein dunkles Arschloch unter die Erde zu bringen. Wir müssen. Schon zu viel Zeit verschwendet. Mir nach. Jawohl! Was, jawohl! Je nach! Komm, je nach! Also hast du schon, oder was? Der weiblichen Version vom Arrow. Je nach! Siehst du? Seine Visitenkarte. Unschuldige. Ach, das ist das. Ja, ich kenn die Mission schon. Da, wo von mir nur. Da wo dann der andere lebendig Menschen verbrennen möchte, derjenige ist es, gell? Der, meine Psycho. Die zerren dich aus dem Haus, aus der Bar, sogar aus der Kirche. Denen ist egal, wo du bist. Sie stecken dich in eine von zwei Schubladen. Schwach oder stark. Jacob baut sich eine Armee auf. Und jeder, der nicht für ihn kämpfen kann oder will, ist so gut da wie tot. Da muss ich mir eine große Armee mehr aufbauen. Zwei seiner Geschwister sind schon tot. Unschuldiger. So rein aus Versehen natürlich. Der andere ist uns Künstler B. Ja, der andere ist leider vorher rausgeflogen und dann irgendwie abgestürzt. Wir wollten ihn ja retten, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Und seine Schwester ist dem Bliss erlegen. Wir wollten sie auch retten, aber leider nicht. Hast du das gesehen? Wie so ein Marianerschnitzel sind die aufgegangen. Pupp. Ich will was, mit was hast du da drauf geschossen? Ich weiß es nicht. Er ist einer von Jacobs Lieblings. Der die Reinigung feiert. Scheiße! Der Koch hat Jacob den ganzen Quatsch abgekauft. Aber jetzt kriegt der Wichser, was er verdient hat. Ist ja eine sehr gute, gute Folgenschluss noch, glaube ich. Dass wir endlich mal etwas haben, weil die schießt die Helikopter auch mit Feuerpfeilen noch. Okay. Ah ja, eine weibliche Green Arrowin. Können wir brauchen. Vorsichtig. Beide gleich. Shit. Ich kann ihn irgendwo sehen. Aber da verändert die Geschmack. Von mir kann ich Menschen wie Tiere. Okay. Geht ab, beide.
Da lebt keiner mehr. Was würde ein Sheriff, bitte? Sie sehen nicht. Danke. Meine Hobby. Vielen Dank. Der Koch. Willst du wissen, warum sie ihn den Koch nennen? Vor ein paar Jahren hat Jacob einen seiner Leute losgeschickt, um eine Familie abzuholen. Eltern und Kinder. Als erstes hungerte er sie aus. Gab ihm nichts. Nicht mal Wasser. Nach 3 Tagen waren sie so durstig, dass sie ihre eigene Pisse trinken mussten. Aber die Kinder wollten nicht. Also haben die Eltern sie gezwungen. Sie haben es gleich wieder ausgekotzt. Das gefiel dem Koch nicht. Also hat er die Eltern an Pfählen in der prallen Sonne aufgehängt. Gar nicht mal so schäbig. Warte, ich glaube, ich habe was gehört. Ich warte doch nicht. Du bist der Pimmi. Ich bin Rambo. Okay, ich nehm die Seilwinden da. Scheiße! Warum hast du ihn nicht gerettet? Ja, weil ich Feuer löschen hab müssen. Da war so ein Peggy-Wissenschaftler, der den Wölfen irgendwas gespritzt hat. Bestimmt. Jo, Junge! Hier drüben! Gehen wir! Hey, Junge, was heißt der Junge? Da war so ein Peggy-Wissenschaftler, der den Wölfen irgendwas gespritzt hat. Bestimmt macht Jacob sie so zu Judges. Okay. An Pfähle gewandt und wollte den Kindern etwas Wasser geben. Und dann fragte er sie, ob sie Hunger hätten. Verhungern sagten sie ja. Und dann um Essen zu betteln. Ob sie Schweinefleisch wollten, fragte er. Das wollten sie. Also ging er zu den Eltern raus, zog ihnen die Schuhe aus und begann. Das kleine Schweinchen ging auf den Markt zu spielen. Blut floss in Strömen. Der Koch grinste breit, als er den Kindern die Stückchen hinhielt. Ich habe gehört, dass in diesen Bergen ziemlich abgefuckte Sachen passieren. Ja, ich war schön, dass jetzt gucke. Die wurde schnell. Es tut mir leid. Bald waren keine Schweinchen mehr übrig. Also lachte er und zündete die Eltern an. Die Luft füllte sich mit dem süßlichen Geruch von brutzendem Fleisch. Ich werde diesen Geruch nie vergessen. Als sie endlich zu schreien aufhörten, sah ich mich um und er war einfach weg. Verschwunden. Wie eine Katze in der Nacht. Naja, deshalb nennen sie ihn jedenfalls den Koch. Hier oben gibt Jacob Seed den Takt vor. Er war beim Militär, er ist ein Kriegsveteran und er ist ein Psycho. So. Ach, ja, ja. Die Schwachen sind unrein und unwürdig. Von Bu, oder? Wart. Fast. Und tschüss. Also, das war doch der Genial. Der ist aber weg.
Wambo kommt! Scheiße! Ich bin durch die Map gefallen! Kannst du durch die Map fallen? Ja, wie back in der Map bist! Sie ist nur da? Warte mal! Ja, passt schon! Ich wollte den Gleitschirm springen. Und dann bin ich durch die Map gefallen. Ach, scheiße, du musst sie urin, ich konnte ja gar nicht urin. Baut gerade 5 Sekunden bin ich schon da. Das war's also. Ich warte, dass ich da durch die Map fallen kann. Ich fühle mich taub. Das hat er recht. Du hast gelernt, es ist möglich. Ja. Und ich fühle gar nichts. Ich wollte immer nur diesen Typen finden. Und jetzt? Ich weiß nicht was. Was soll ich denn jetzt tun? Dutch hatte in letzter Zeit mit vielen Sachen recht. Die Sekte. Eli. Ich denke auch bei dir richtig. Wenn du jemanden brauchst, auf dich aufpasst, sag Bescheid. Und danke für alles, was du getan hast. Du siehst mitgenommen aus. Mission abgeschlossen. Dann lassen wir uns die gleich einmal eine. Du was? Dann lassen wir uns die gleich einmal eine. Als Begleiterin. Da dir mal sagen, oder? Wir sehen uns, muss mein Abschluss. Hey, Deputy. Oh. Meine Nichte ist nicht die freundlichste. Aber wenn du etwas schnell und einfach erledigen willst, ist sie genau die richtige für dich. Pass gut auf sie auf, okay? Sie hat eine Menge durchgemacht. Ist doch nichts zum Plündern. Na, das war nur von dir die Mission. Ja. Ich schaue jetzt mal, ob wir dann irgendwie Munition kriegen, dann kann man die Folge nämlich da an der Stelle war das ganz kurz zum Beenden, gell? Ah, da ist ein bisschen Munition. Ist nix. Ah. So. Ja, meine Freunde, ich hoffe, dass es viel Spaß gehabt hat beim Zuschauen. Wir haben Spaß gehabt beim Spielen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Ein nettes Kommentar. Wer mitspielen will, kann gerne mitspielen. Wir sind ja jetzt so ziemlich jetzt im letzten Gebiet, bevor wir dann an den Endboss-Gegner kommen. Aber das könnt ihr selber noch mitspielen. Wenn ihr wollt. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann das ist, das Video seht. Bleibt uns gewogen. Enka HP und der Bedrock. Bis zum nächsten Mal. Servus.